Wir lassen das erstmal scheppern heute. Das ist dann 30 Meter weg wie nichts. Moin oder was und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das erste Video nach der Schlappentour, allerdings sind wir schon wieder unterwegs. Genau, wir befinden uns nämlich komplett im Osten, ganz knapp an der Grenze zu Polen. Hier ist nämlich das East X West Splashdiving Event und wir sind mit den Cologne-Bombs unterwegs und hier wird sich von der einen oder anderen Klippe runtergeschmissen oder auch vielleicht einfach nur runtergefallen. 13, 15, 18, 20, 25, 29 Meter, alle dabei. Wird ein absolutes Sandmassaker hier rein in Olga. Wir haben Runde 1, die Warm-Up-Runde schon verpasst, deswegen, ey, hier geht jetzt Schlag auf Schlag. Wir schicken euch in Fetted Edit, fette Sprünge, 13 Meter, absolut voll, volle Droher rein in den Holger. Wow. Problem ist, ich sehe die Landung nicht. Ich gucke nämlich immer auf den Bildschirm von der Kamera und ich sehe immer nur so ein kleiner Punkt. Kein Plan, wie die Viecher rauskommen, aber ich freue mich, dass sie sich runterjagen. Jetzt! Also der scheppert hier oben ja schon immens. Aber wenn er da unten in diesem Kessel drin ist, da der scheppert wie kein zweites. Mal. Toll. Tag. Weißt du? So, wir starten die Jam für uns mit einem Standing Gainer. Ist für mich sehr gruselig, weil ich hasse diese Viech einfach. Aber probieren wir über Studieren, sicher. Oh, es wird geklatscht, Alter. Also für gute Landungen sind wir wirklich nicht bekannt. Ja, komm, wir ganz sanfte, ja sicher. Für dich gibt es keine sanfte. Moin, Diesel. Alter, schön euch hier zu sehen, ey. Ah, der Gainer klassisch unterdreht, das war aber ein ganz gutes Stichwort. Wir lassen das erstmal scheppern heute. Jetzt wird nämlich der Gainer absichtlich unterdreht in eine Katze rein, habe ich mir sagen lassen. Kannst du so ein bisschen splashy splash oder sowas machen, irgendwas? Ja, sicher. 3, 2, 1, sicher. Okay, 3, 2, 1. Das hat gut geklappt. Ui. Schon wieder mir selber applaudiert von mich, ey. Aber so haben wir wenigstens die Triologie einmal durch mit den Gainers. Ah, oh, ey, war das auf die Hand drauf, du. Abfuhr war so wack oben. Aber ich dachte mir, in der Community darf doch gar keinen Fall zurückziehen, wenn einmal die 3 gefallen ist. Man muss auch sagen, du hast die Nagellackfarbe passend zu deinem Neo ausgewählt. Sehr klar. Vorne haben wir einfach ein Auge dafür. Ein Händchen, ein Füßchen. Es wird ein neues Spielzeug aufgebaut für die Jungs und zwar ein kleines Trampolin. Damit kannst du noch ein bisschen besser in die Rotation reinjagen und kriegst natürlich auch noch ein kleines bisschen mehr Höhe. Ja, okay, das geht. Oh Mann, Junge! Kein Bescheid, ist einfach reingejagt. Also einmal von Timbuktu bis nach in den Steinbruch rein! Ready! Nee. Reicht euch das mit der Drohne, mit dem Countdown? 3, 2, 1, senden! Nein, nein!
Oh, no. Oh, und Drohne Nummer 2 ab in den Baum rein. Ja, sicher. Marius, wir haben eine neue Idee. Vier Mann, vier Ecken, wie man beim Handwerk sagen würde. Das ist einfach nur der helle Wahnsinn hier. Ja, sicher. Geiles Gefieder, ey. Sag mal kurz, was dein Plan war jetzt. Ja, erstmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das ist, aus dem Rücken rauszufliegen. Und hab einen Schwung bekommen. Und dann habe ich ein gutes Gefühl, dass es jetzt auch ins Wasser geht. Die Seite ist höher als die Seite. Ein Try. Ein Try. Die allerbeste Idee, die ich je gesehen habe. Ja. Sketchy, Mann! Du weißt, dass ein Feuerwehrtuch ist, so, ne? Was? Feuerwehrtuch, so. Wir halten alle rund um das Trampolin das Ding fest, ja? Und werfen dich dann einfach so hoch. Oh mein Gott! Hast du Bock? Ja, normal! Ja. Yeah! Marius! 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 Eins, zwei, ja. Eins, zwei, drei! Oh, dann war's das mit Prep. Wir machen jetzt runter, aber auch dann die hinteren. Ja, ich, dass genau. Ich in die Richtung fliege, Jungs. Ja. Eins, zwei. Oh. Also das war mal so wirklich richtig wild, ey. Marius fand das Unterfangen obergeil. Deswegen gibt es jetzt einen Flip mehr. Flip ist Sarah, wohl. Eins, zwei, drei. Da geht noch einer! Da geht noch einer! Einfach nur wild, ehrlich. Wir haben den nächsten Partizipant. War das so vor? Flip ist in wieder andere. Ja. Man muss vielleicht dazu First erwähnen, dass das sein erster Dreifachsalto über 5 Meter ist. Ja, aber ich muss halt früh aufmachen und hätten wir auch 10 von 10. Du siehst einfach durch. Also da bin ich gespannt aufs Ergebnis. Ich freue mich, nur die Kamera drauf halten zu müssen. Wie viel wiegst du? 50. 1, 2, 3! Jawohl! Ja! Oh! Fuck. Das war mies. Aber es scheint ihm ganz gut zu gehen auf seinem Liegestuhl da. Der hat sich das Bier verdient, auch wenn er 15 ist, das ist mir völlig egal. Echt? Alles gut? Also den Pott hast du. Aber du hattest recht, Rom, hast du nicht recht. Ehrlich. Ja, es geht gut. Yo, ich glaube, ich schmeiß mir einen Bliffis und guck, wie weit ich komme. Im Bestfall weit genug. Let's go. Brauchen die eine neue GoPro, weil unser Viech gerade kaputt gegangen ist, ey? Rechts, links, rechts. 5, 4, 3, 2, 1, Sendet! Dein Gesicht sieht gar nicht gut aus. Oh, Digga. Ey, mein Damm ist, glaube ich, explodiert oder was? Und mein Auge auch. Ja, ich schwöre, mein Damm hat, glaube ich, gerade irgendwie... Hast du mal dreht oder was? Unter, ich habe das Wasser nicht gesehen und ich war auf einmal da. Früher hatte ich dachte und voll aufs, mit offenem Auge aufs Wasser und Beine breit. Brauchen wir ja wirklich nicht. Ich schwöre, mein Sack und mein Damm, Digga. Weißt du, den Hodensack in kaltes Wasser legen? Boah, Alter, mein Damm ist explodiert oder so. Ich hab das scheiß Wasser nicht gesehen. Weil das gespiegelt hat, oder? Ja, komplett. Ich dachte, ich hätte noch einen Meter. Dann wäre der perfekt gewesen. Aber da kam kein Meter, nichts mehr, ey. Plötzlich hat's gescheppert. Einmal Dammprobe. Keine Kacke dran, ist safe. Splash, da, wen kommt die Community ist anders. Komm, du bist doch Krankenschwester, oder nicht, Nancy? Mach mal was. Guck dir mal das Arschloch an, ja, guck dir mal an. East Express, Tag 2, die Stimmung wieder am Brodeln. Samstag, Hauptdach, Full Send, 13 Meter Klippe, rein in Zähne! Jan! Ja! Bist bereit? Noch nicht, ja doch. Ging schneller, als ich dachte. 3, 2, 1, Send! Wie sagt er, Pralle, so Pralle, so Pralle, so Pralle, so Pralle.
I'm colors are sober, my butt through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Ich glaube, ich liebe dich. Du bist heißt der erste Song des Tages. Ich bin gerne voll. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who love for nothing. I see that we different. You riding a double, my dude. Dort wird anlaufen? Dort wird anlaufen mit Reo. Absolut die höchste aus dem Rennen bislang. Es regnet in Strömen, das Tram, das steht schon wieder. Und wir haben einen weiteren Full-Sender, den Ole dabei. Geht direkt los. Was hast du vor? Bei Flippesara. Gerade eben schon Suki gemacht, voll überdreht. Flippesara müsste easy drin sein. Scheppern! Alter! Ole zählt nicht, Ole zählt nicht. Also das ist nicht was Wildes auf uns zukommen. Ole ist ein Macher! Die Vibes hier sind geisteskrank, es regnet in Strömen, aber alle am Wechseln. Naja, kriegst du einfach Bock, auch irgendwie da zack reinzuwerfen. Ich muss das auch mal ausprobieren. Barani in, zack, rein nach, zack. 3, 2, 1, Sender! Triple Backflip Layout, alle drei. Du bist sicher, dass du über die Kante kommst? Mach erst mal Prep, oder? Mach erst mal Double. Kein Double, kein Prep. Nur und nicht zustellen, weil sonst. Nein, Mann, das passt. Ey, ich hab Angst, der kann. Hör auf, weil das sind scheiß 13 Meter. Um Junge. 3, 2, 1, Select! Ja! Jesus! Krankes Viech! Alter Lachs! Bär! Janis als nächstes dran, wirft ihn eine ganz normale Katze, aber er versucht mal eine richtig geile Air von ihm zu kriegen. Rainer, lass mal scheppern! 3, 2, 1, Schöne Air von meiner gerade. Die hat so gedröhnt unten. Ich habe auch schon wieder Blut mit dabei, so eine Kacke, aber... Echt? Ey, Alter, das Feeling, wenn man hochspringt vom Tramp und dann noch segelt. Ich dachte, ich fliege noch 10 Jahre, Alter, als ich abgeschwungen. Ich habe den gemacht, oder? So sehr gefühlt, das Scheiße. Die ganze Session, alles fühle ich hier. Ich habe dir gerade schon gesagt, das ist einfach die geilsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Die Splash-Time-Community ist einfach der Wahnsinn. Der Hype stimmt, die Leute einfach nur geil, die Tricks, das ist der absolute Wahnsinn hier. Mal kleine Erklärung zu meiner Seite. Ich habe seit Tour immer noch meine Hand kaputt. Mein ganzer Handballen ist immer noch angeschwollen. Das andere Handgelenk ist komplett gefickt. Deswegen kann ich wirklich sehr, sehr wenig machen. Ich habe auch tatsächlich sehr Angst bei den Landungen, vor allem bei den höheren Landungen dann, meine Hand aus Wasser aufzuhauen. Und ich versuche natürlich irgendwie immer so eine Art Parcourslandung zu machen. Das heißt, irgendwie auf allen Vieren oder die Hände noch irgendwie so zu haben, als wenn ich mich abfangen könnte. Und da muss ich echt ein bisschen aufpassen, damit mir das Ganze hier nicht passiert. Deswegen halte ich mich ein kleines bisschen zurück, filme aber eine ganze Menge. Bin auf jeden Fall absolut Gast, wenn die Jungs springen hier. Und die eine oder andere Kleinigkeit werfe ich natürlich auch. Aber ja, also da ist wirklich Jan, der Mann der Stunde. Und der haut hier wirklich die dicken Dinger raus. Jetzt sind du zusammen
Affen gefunden. Lucy und Henrik wollen Babycatch machen. Heißt, Lucy geht auf den Arm von Henrik und die beiden machen zusammen Backflip. Du hast es noch nie gemacht, richtig? Ja. Okay, aber du hast Bock. Nein. Also. Aber du hast Bock. Ich hab Bock. Ja, das kann ich verstehen. Und 3, 2, 1, sendet! Perfekt! Ja, sicher! Henrik weiß einfach, wie es gemacht wird. Wir haben eine zweite Kontrahentin für den Babycatch. Jess, erzähl mal, was war dein höchster Sprung bisher? 5. Okay, gut. Das ist gute Voraussetzung für einen Flip von 13. Das Ding ist erprobt, da geht es. Okay, alles klar. Wie viel Bock hast du? Perfekt, Spannung halten. Und 3, 2, 1, sendet! Nancy noch nie in ihrem Leben von irgendeiner Höhe gesprungen. Deswegen geht es auch für sie jetzt rein. Nancy hat die Angst ihres Lebens, oder? Lucy ist vorgesprungen, um ein bisschen Welle zu machen da unten, damit Henrik das Wasser auch gut spotten kann. Und 3, 2, 1, sendet! Ja! Geil, Alter. Krank, krank. Ich hab gar nichts gemerkt. Voll geil. Geil. Richtig geil. Der Sprungel des Lebens, nämlich der erste. Also die Session war der absolute Wahnsinn. Für uns geht es jetzt aber zurück zum Camp. Wir haben uns hier unter so eine Plane gestellt. Weil das mit dem Regen, das ist hier wirklich kein Zustand. So sieht der Waldboden inzwischen aus. Tag 3 im Osten, East X West. Nur noch die Harten sind dabei. Und heute gibt's Fullsend! Ja, sicher! Alter! Wie schon angekündigt, wir haben heute den dritten Tag hier beim East X West. Und wir befinden uns schon wieder an der 13-Meter-Klippe. Weil im Laufe der Zeit haben sich natürlich Pläne geschmiedet. Wir haben hier den Henrik von den Cologne-Bombs. Und ich habe richtig Bock, Alter. Dritter Tag, 3 Backflips von der 13-Meter-Klippe. Also das kann eigentlich nur gut gehen. Ich vertraue darauf. Vielleicht gibt es einen Schlag im Nacken, aber ich glaube, das wird super, du. Ist auch eine geile Anapha, wenn das so heißt, im grammatikalischen, deutschen Literaturverbund oder was. Weißt du, 13 Meter, 3 Flips, dritter Tag, das passt die Faust aufs Auge. Genau, oder Frontflip? 3, 2, 1, Enden! Alter, ja. Oh, also ich möchte mal ganz klar betonen, ich gehe jetzt Safety, weil ich ein ganz freundlicher Typ bin. Ich bin verletzt, ne, und trotzdem opfere ich mich jetzt hier. Aber ich mache das gerne, wirklich, kommt von Herzen. Besser ist das, Rona mit dir hier. Erst das da. Nö. Was für ein netter Mann. Ah, noch ein Safety hier oder was? Boom! Alles klar, renn das Scheißding, Alter. Ja, Mann, komm, Henrik, komm! Komm, Junge! An bei 5. Und 5, 4, 3, 2, 1, send it! Ja! Woo! Ja! Alter Lack! Der war perfekt straight gelandet, oder was? Manline! Geile Scheiße. Geiler nice, Stecher bist du. Geil, Mann. Jetzt kriegst du schon losgenurbert. So, wir stehen jetzt hier auf der 10-Meter-Klippe und du hast einen Kommentar gekriegt, dass wir eine... Wir müssen eine Full-Send-Katze machen, wie die coolen Freerunning-Schlappen. Also ich würde sagen, können wir liefern, machen wir. Was die Full-Send-Katze ist, wissen wir nicht. Wird reingerannt, wird ein bisschen was in die Luft gemacht und gucken, wie wir da runterkommen. Aber das wird ein Traum, seid ihr. Full-Sprint rein und dann einfach runter jeden auf Kasis Kopf, hoffentlich. Das ist der Plan. 3, 2, 1, Full-Send! Das war doch nicht schlecht für den ersten Versuch. Geil. Fullsend Katze war ein Riesenspaß, aber wir haben noch einen größeren Spaß gefunden. Guckt euch das an hier. Schön durch das Gebüsch durch und dann ins kühle Nass brettern. Kasi und ich zusammen. Kasi springt vor, ich komme hinterher. Was geschmissen wird, sehen wir in der Luft. Krieg ich Hand an oder? 3, 2, 1, send it! Das Ding ist immer noch am Shaken. 3, 2, 1, send it! Ja! Sehr
Sehr geiler Sprung. Einmal durch die Ecke gejagt. Nickel, unser professionellster Turmspringer überhaupt hier. Willst du jetzt den Running gerne reinwerfen? Ist er das erste Mal? Nee, ich habe den hier tatsächlich schon ein paar Mal gemacht, aber immer wieder aufregend. Ist da der altbekannte Terrarium für dich hier? Sende, Rainer! Come on! Ja! Perfekt! Da hat es ihn aber komplett weggeslippt hier oben. Und dann wurde es auch tatsächlich relativ knapp im Wasser. Vorne. Zack. Geiler Typ einfach. Bester Mann, Nickel. Genau so. Ich film mal ein bisschen so, ne? Mach das. Cheeky Winkel. Schöner Mann. Schöne Frau. Erster Sprung des Tages, Double A. Erster Sprung des Tages. Trieb. So, wir lassen jetzt die 10 Meter Klippe hinter uns und gehen weg! Und gehen zum letzten Spot. Wir sind eine Etage noch mal höher gegangen. Wir befinden uns jetzt auf den 23, ne? Okay. Wir befinden uns auf den 21 und 23 Meter Klippen und der erste Jump wird direkt runtergejagt. Achso, Ente! Ja, hör mal! Ja, Countdown brauchen wir, ne? 3, 2, 1, Ente! Ente! Oh, 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 oh! Hast du? Nein! Oh! 4, 3, 2, 1, Ente! Geil, geil, geil! 4, 3, 2, 1, send it! Ah, ui! Send it! Ui, da war das geil, ey! Alter, da hörst du den Wind an dir vorbeizischen von dem Typen, ey! Geil! Komm, Junge! Einfach reinschmeißen. Vollgas. Countdown, los geht's. Okay. Komm, Digga. Komm, fick it, Alter. Ja, fuck komm. It. Okay. Okay. Kurzen Moment. Fäuste. Alles anspannen. Alles anspannen, genau. Oh, fuck, Alter. Na komm, scheiß drauf, Alter. Ja, komm. Komm. Ihr habt mich unten, ja? Ja. Gib mir den verfickten Countdown. 5, 4, 3, 2, 1, send it! Oh, yeah. Oh, yeah. Ja, Junge! Oh, send it! Alter, lagst du geiler F***er! Digga, du geiler F***er! Alter! Die kam aus dem Nichts, ey, als wir da hochgelaufen sind, nicht ansatzweise dran gedacht. So brutal das Ding. Und ich sag's ehrlich, die Scheiße von 10 hat mehr gescheppert als der. Da geht noch was eigentlich. Zack! Ah, oh, herrlich, herrlich. Boah, ist das geil. Sieht nicht aus wie gebrochene Handgelenke. Also Adrenalin ist, dominiert immer noch meinen Körper. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir haben uns aber mittlerweile an die nächste Klippe begeben. Und zwar an ja, das absolute Nonplusultra, was der Steinbruch hier zu bieten hat. Wahrscheinlich auch einer der wildesten Klippen in Deutschland. Zack. 30 Meter nach unten. Der Junge hat sich schon mal gegönnt. Ja, yep, definitiv. Lohnt sich. Der Junge hat sich auch schon mal gegönnt. Classic Shit, yo. Aber heute auch nochmal. Ja, er wird interessant. Mal das erste Mal, ja. Werde ich mich da wohl runterhauen, ne? Ja, Mann. Also, das ist
ein wilder Abschluss hier an der 30 Meter Klippe. Aber die Jungs, die haben noch im Gepäck und damit schauen wir mal, wie es ausgeht. Let's go, die Scheiße hier. Ballon. Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, sicher! Komm, Junge. Gib mir eine 5! 5! 4! 3! 2! 1! Sende! Ja, Mann! Ja! Jawohl! Geiler Scheiß, Alter! Richtig kleine Nickes kommt unten. Okay. 30 Meter, Alter. Okay, nächste Partizipant. Insane, die Höhe. Durch jetzt damit. Komm, Digga. Let's go. Komm, Junge. Wir sind gerade ein bisschen ruhiger hier. Er braucht volle Konzentration. 30 Meter springt nicht von alleine. Du so. Aber du packst den. Dann hat er. Du stompst das Shit weg, Alter. Stomp die Scheiße weg, ey. Okay. Komm, 5, 4, 3, 2, 1, Sende! Ja! Ja, Mann! Das sah gut aus. Alter! Ja! Alter, geil! Ja. Geiler Typ, ey, alter Lachs! 18 Jahre alt. 18 Jahre, stomp 30 Meter weg wie nichts. Holy shit! Wie ist die Lage bei dir? Alter Lachs! Geile Menschen seid ihr! Alter Lachs nochmal! Der Hype ist der absolute Wahnsinn! Die Viecher insane! 30, bumm, jetzt liegen sie da mit dem Einlauf, schwimmen sie auf die andere Seite und damit geht's rein ins Outro! Outro! Yeah! Yeah! Also wenn du dich jetzt richtig stellst, dann siehst du die Flugphase. Digga, das wäre Outro-Clip auf Polski. Der Zaun ist weg. Guck dir den Zaun an. Alter, es ist so hart mit dem Aufkleber. Ja. Nein! Es ist aus der Hand geflogen. Nein.